Hallöchen meine lieben Pikachus, was geht ab, euer Beats? Heißt euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es Unfair Nothing, also unfaires Nichts, was auch immer das bedeuten mag. So sieht das Ganze hinter mir aus, ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, Leute, und würde sagen, wir legen einfach mal los. Erklärungen gibt's jetzt sofort. Viel Spaß, Daumen nach oben, nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen, abonnieren und ansonsten viel Spaß haben. Let's go! Also, wir haben hier verschiedene Fallen und Tricks und Traps und so weiter am Start. Was heißt am Start? Sie wurden uns gestellt. Wir müssen irgendwie versuchen weiterzukommen. Ich habe das heute allerdings ein wenig anders gemacht als sonst. Wir kennen ja andere Unfair Maps. Ich habe mir diesmal das Walkthrough vor etwa einer halben bis einer Stunde, ja, ungefähr so, angeschaut. Das heißt also, ich habe das Komplette schon mal gesehen und versuche es jetzt trotzdem mal zu machen. Die letzten Male war es nämlich immer ultra schwierig und ich kann mich jetzt immer noch nicht ganz an alles erinnern. Hier steht zum Beispiel schon mal Open Chest. Die ist allerdings versprochen. Klick hier. Oh, okay. Das war die erste Falle. Die sehe ich zum Beispiel im Walkthrough natürlich nicht. Der Mapperbauer, der stirbt in dem Video nicht und geht einmal komplett durch. Das heißt, die Fallen kenne ich trotzdem nicht. Ich habe nur gesehen, was man so ungefähr machen muss, aber das ist so viel und ich habe es mir nicht mal ansatzweise gemerkt. Trotzdem habe ich gedacht, das ist eine kleine Hilfestellung heute. Okay, ich brauche das nicht. Oh Gott, oh Gott! Ja, das sieht so aus. Und ich bin schon wieder gestorben. Gut, was müssen wir jetzt machen? Okay, die Chest kann ich nicht öffnen. Kann ich hier irgendwie hoch? Was hat er denn nochmal zum Anfang hin gemacht? Moment, hier war ja was. Hier ist ein Knopf. Okay, der tötet mich. Alles klar, dann weiß ich auch schon mal Bescheid. Stimmt, hier war irgendwas versteckt. Aha, ich habe irgendwas aufgesammelt. Oh, jetzt habe ich Glück gehabt. Da wusste ich nicht, dass sowas existiert. So, jetzt die Frage. Jetzt müsste sich hier so ein Weg ergeben. Ja, okay, das ist gut. Dann gehe ich diesen Weg mal entlang. So, okay. Und jetzt weiß ich schon nicht, was ich falsch gemacht habe. Weil er ist in dem Video, das weiß ich noch so ungefähr, auch den Weg einfach entlang gegangen. Oh Gott, und jetzt bin ich schon wieder gestorben. Also ihr seht, es ist irgendwie nicht einfacher, obwohl ich den Weg ja schon irgendwie gesehen habe. Oh, oh Gott, und ich falle nochmal rein, das ist nicht wahr. Also ich weiß, er hat sich hier vorgestellt, hat dann gewartet und ist da irgendwie hier durchgegangen. Aber ich weiß nicht wie, er hat ein bisschen abgewartet, meine ich. Und ist dann erst so ein bisschen später und dann hier rüber, ja. Okay, irgendwie so war das, ja genau, das ist ja schon mal richtig aus. Kann nur besser werden, Leute, kann nur besser werden. So, wir warten wieder ein bisschen und dann... Oh Gott, nein, das war ein bisschen zu schlecht. Ich glaube, da sind einfach nur irgendwie so Lücken dazwischen, denen ich irgendwie umgehen muss. Aber über mir sind auch Blöcke, das ist kritisch. Oh, 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 ja! Oh Gott, ich habe es geschafft! Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung wie. Okay, you can't be done yet. Du kannst noch nicht im Ziel sein, das war zu leicht. Geh zurück zum Start, du hast etwas vergessen. Ich habe eine Brücke für dich gebaut. Okay, da steht finish the map. Okay, das kann ja nicht richtig sein. Die Frage ist, mache ich das jetzt? Warum mache ich das? Warum mache ich das? Das Problem ist halt, man muss alles immer von vorne machen und ich weiß bis gerade nicht, wie ich hier überhaupt weitergekommen bin. Aber ich muss zurück. Ich meine, mich erinnern zu können, dass er es trotzdem so gemacht hat. Leute, überlegt mal, wenn ich das jetzt nicht so gemacht hätte. Oh Gott. Wie hätte ich es dann schaffen sollen? Also wenn ich es mir vorher nicht angeschaut hätte, das wäre ja eine Katastrophe gewesen. Okay, nächster Versuch. Ich habe es wieder geschafft. So, jetzt kommt das hier nochmal. So, und jetzt laufe ich nochmal hier rüber. Aha. Und jetzt klappt's, aber jetzt bin ich hier gestorben. Aber es hat geklappt. Komischerweise. Boah, ich schwöre es euch, Leute, das sieht so einfach aus in dem Video, ne? Das ist nicht mehr normal. In echt ist das ultra schwierig. So, jetzt muss ich das anders machen. Ich muss hier irgendwie, jawohl, so rüber, ohne zu sterben. So, und jetzt springt er, meine ich, hier hoch. Und da oben müsste ein Bogen drin sein, Leute. Ja, ich hoffe, also ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ob ihr es zu langweilig findet, wenn ich mir das schon einmal angeschaut habe oder nicht. Aber ihr wisst selbst, das ist mega schwierig, ohne das vorher zu wissen oder wenigstens etwas. Es ist, wie gesagt, schon eine halbe Stunde her, als ich es geschaut habe. Also ein bisschen ist auf jeden Fall schon verflogen, weil das so viele Informationen ist. Das geht fast 2 Minuten, das Video. Und jetzt habe ich da ein Ding, das muss ich abtreffen. Da wäre ich, glaube ich, sogar noch selbst drauf gekommen. So, jetzt passiert hier sowas. Okay. Ein Haus ist vor mir gespawnt. Ich gehe mal durch die Tür. So, und jetzt habe ich hier eine Kiste. Und da unten ist auch... Hä? Wieso bin ich gestorben? Das macht gar keinen Sinn. Oh Mann. Kann ich denn jetzt den... Oh nein, ich muss alles wieder neu freischalten. Das ist nicht wahr. Das finde ich zum Beispiel... Oh Gott, das ist ja doof von mir. Das ist das einzig Negative meiner Meinung nach bei den Unfair Maps. Die sind cool gemacht und da sind coole Fallen drin und das ist echt cool aufgebaut, das Ganze. Nur dadurch, dass es halt nie Checkpoints und andere Sachen gibt, Leute, ist das irgendwie nach einer Zeit... Oh, jetzt werde ich ultra runtergebackt. Hoppla. Also, was ich sagen wollte ist,
dass das nach einer Zeit dann immer echt monoton und langweilig wird, weil es halt irgendwie immer, ja, das Gleiche ist. Es bleibt beim Gleichen, wenn ihr wisst, was ich meine. Es kommt immer das Gleiche raus und ich schaffe es nicht und muss das Ganze nochmal machen, um wieder zu der Stelle zu kommen, um nochmal den Bogen zu kriegen und so weiter und so fort. Warum kann man das nicht einfach ein bisschen mit Checkpoints mit einbauen? Das würde ich mir wünschen. So, jetzt wollte ich da checken, was da abgeht. Und warum sterbe ich? Ich check es nicht. Es ist halt jetzt wieder komplett dasselbe. Also wisst ihr, was ich meine? Für euch ist es natürlich ein bisschen gecuttet und so, dann wird es nicht so langweilig. Aber ich muss jetzt immer und immer wieder diesen Parcours oder diese Stelle hier machen. Und ich habe sie bis jetzt immer noch nicht verstanden. Ich check nicht. Also es ist immer Glück, dass ich durchkomme oder dass ich nicht durchkomme oder dass ich sterbe oder dass sonst was passiert. Also irgendwie, natürlich geht es schon besser als am Anfang, aber Leute, ihr wisst Bescheid, es ist, ja, es sieht einfacher aus, als es ist jetzt ehrlich gesagt. Vor allem, weil es jetzt irgendwie doch so gut geklappt hat und ich damit gar nicht gerechnet hätte. Ja, ich habe keine Ahnung, ich versuche mal die Tür hinter mir zuzumachen, aber ich meine, dass er wirklich das Ding hier rausgeholt hat. Okay, jetzt hat's geklappt. So, hat er jetzt die Kiste geöffnet? Irgendwo war ein Geheimgang, Leute. Oh nein, ich darf mir nicht so viel Zeit lassen, das gibt's doch nicht. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen austesten. Bei mir ist ja, wie gesagt, noch der Fall, dass ich gesehen habe, oder einmal zumindest gesehen habe, wie man hier durchkommt. Und bei anderen ist das halt gar nicht so. Und ja, das Problem ist, ich check auch nicht, wie man hier durchkommt. Ich weiß es nicht, es ist einfach Zufall und Glück und keine Ahnung. Und ich muss immer wieder dasselbe von vorne machen, Leute. Das ist meine einzige Kritik an diesen Unfair-Maps. Aber das war bislang bei jeder Unfair-Map so. Und das andere Problem war, die wurden danach immer schwieriger und schwerer und unmöglicher zu schaffen. Vor allem, wenn man sich nichts anguckt und hier und da. Ich habe damals mal an einer Map, boah, ich glaube, anderthalb Stunden, zwei Stunden oder so gesessen. Und am Ende war es ein Durchlauf von eineinhalb oder zwei Minuten. Weil man halt wirklich nicht weiß, was passiert. Deswegen habe ich mir diesmal gesagt, ja okay, guckst du dir mal so ein Video an. So, wisst ihr, was ich meine? Oh Gott, jetzt treffe ich schon nicht mal. Jawohl, jetzt. Gut, das war ein bisschen peinlich. Also, ich mache die Tür hinter mir zu und suche jetzt nach diesem Geheimgang. Der war irgendwo hier oben. Da oben war er. Aber wieso? Wieso sterbe ich denn? Ich check es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist auch so Zufall. Ich bin einmal gestorben, einmal nicht gestorben, dann wieder gestorben, dann wieder nicht gestorben. Oh Gott, ich raste hier noch irgendwann aus, Leute. Ich raste hier noch irgendwann aus. Und ich werde jetzt diesen Jump bestimmt auch wieder nicht direkt hinterher schaffen. Ich check es nicht. Ich verstehe es nicht, Leute. Minecraft ist zu hoch für mich. Ich bin zu doof dafür. Oh Gott. Ihr könnt es natürlich selber mal ausprobieren, Leute. Könnt ihr auf minecraftmaps.com downloaden. Die Map heißt Unfair Nothing. Oder ihr googelt es oder sonst was. Ihr werdet es auf jeden Fall finden. Und ja. Ich check es einfach nicht. So, jetzt ging es... Ach, Mann. Leute, ich glaube, ich habe eine kleine, aber feine Befürchtung. War in dem Haus ein Teppich? Waren da rote Blöcke? Ich habe es irgendwie im Todesscreen, als ich mich vorhin so aufgeregt hatte, noch gesehen. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass ihr das gesehen habt. Aber also, mir kann sein, dass ihr es gesehen habt. Mir ist es dann irgendwann auch aufgefallen. Ja, das war rot. Vielleicht darf ich da auch einfach nicht drauf treten. Kann das sein? Oh Gott, das wäre ja ziemlich doof von mir. So, wo ist denn jetzt hier? Ah, da. Da ist die Geheimtür. Jawohl. Die kannte ich ja. So, und jetzt muss ich das. Give me something I might like. Vielleicht ja das hier. So, und jetzt hat er, oder hat er mir, oder ich hab... That you, you had, you could, you do. Oder was auch immer, Glassbreak hast gegeben. Mit einer Haltbarkeit von 1. So, das ist, achso, das ist der Dorfbewohner, dem ich es gegeben habe. So, jetzt ist hier eine Lavastelle, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Aber an eine Lavastelle kann ich mich irgendwie nicht erinnern. Muss ich hier durch die Tür? Ich weiß es nicht, Leute, ich bin überfragt. Oh Gott. Scheint richtig zu sein. So, jetzt steht hier Finish the Map und ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Irgendwie an das Ende. Ich habe mich so an die Anfänge fixiert. Wie ging denn die Map nochmal zu Ende? Ich habe mir sie nur einmal angeschaut extra, um ein bisschen Challenge noch mit drin zu haben. Das scheint zu einfach zu sein. Leute, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin komplett überfragt. Oh Gott, soll ich das Ding abbauen? Oh Gott, jetzt ist da nur noch ein Button. Ja, Leute, 50-50 Chance, beziehungsweise, was ist, ja doch, eigentlich könnte ich noch durch die Lava, aber ich kann mich nicht an Lava erinnern. Also, eigentlich kann es nur das sein, aber irgendwie, glaube ich, ist das zu einfach. Leute, soll ich draufdrücken? The End! Ich habe gewonnen! Jawohl! So, jetzt kann man hier das Ganze normal spielen oder in den Spectator-Modus gehen. Leute, krass. Also, selbst wenn man es weiß, schafft man es nicht beim ersten Mal. So sieht die ganze Map aus. Die ist natürlich mit verschiedenen, ja, mehreren Aufbauten aufgebaut, weil die sich ja immer resetten muss und so weiter und so fort. Also hier ist das Hauptding und hier
sind die Ersatzblöcke quasi. Und hier baut sich dann auch schön das Haus auf. Leute, ich fand's eine coole Map. Wie gesagt, Checkpoints und so finde ich ein bisschen doof. Obwohl die schon echt kurz war, muss man sagen. Aber der Anfang, Alter, der hat mich fertig gemacht mit dem Jump'n'Run, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Lasst mir einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr Videos auf meinem Kanal sehen wollt. Kräftig liken, supporten, indem ihr Kommentare schreibt und meinen Kanal kostenlos abonniert, Leute. Ich würde mich riesig freuen darüber. Ich sehe das und ich freue mich immer aus tiefstem Herzen, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi, euer Beats.